Ich zeige dir heute, wie du dieses hübsche gerippte Muschelmuster häkelst. Du benötigst eine Maschenzahl teilbar durch 8 plus 2 Maschen. Ich habe 34 Maschen angeschlagen und 2 Reihen fester Maschen als Vorbereitung gehäkelt. Du beginnst die erste Reihe, eine Hinreihe, mit einer Wendeluftmasche und einer festen Masche. Dann überspringst du 3 feste Maschen und häkelst in die vierte feste Masche 7 doppelte Stäbchen. Das kennst du schon, für ein doppeltes Stäbchen 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, Faden durch 2 Schlingen, Faden durch 2 Schlingen, Faden durch 2 Schlingen. Das Ganze insgesamt 7 Mal. Das ist jetzt das dritte Doppelstäbchen, das vierte, 5, 6, 7. Wieder 3 feste Maschen überspringen und in die vierte eine feste Masche. 3 feste Maschen überspringen und in die vierte wieder 7 Doppelstäbchen. Das wiederholst du bis zum Ende der Reihe. Und ich bin da bei der letzten Muschel. Danach werden wieder 3 feste Maschen übersprungen, in die vierte eine feste Masche und noch eine feste Masche. Das war die erste Reihe. Die zweite Reihe beginnst du mit 3 Wendeluftmaschen. Und nun häkelst du um die mittleren 5 Doppelstäbchen jeweils eine tiefer gestochene feste Masche. Dazu fasst du um das Doppelstäbchen der vorigen Reihe und häkelst darum eine feste Masche. Also 5 feste Maschen um die mittleren 5 Doppelstäbchen. Also du lässt immer das erste und das letzte Doppelstäbchen lässt du aus. Danach 3 Luftmaschen und das Ganze wiederholen, also um die nächste Muschel, wieder um die mittleren 5 Doppelstäbchen, jeweils eine tiefer gestochene feste Masche. Auch das wiederholst du bis zum Ende der Reihe. Am Ende noch 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die letzte Masche. Das war die zweite Reihe. Das Muster besteht insgesamt nur aus 4 Reihen, es funktioniert also sehr einfach. Die dritte Reihe beginnst du mit 4 Wendeluftmaschen und in den ersten Luftmaschenbogen häkelst du nun noch 3 Doppelstäbchen. Allerdings stichst du nicht in den Bogen ein, sondern in die feste Masche der darunterliegenden Reihe. Also unserer ersten Reihe, die wir gehäkelt haben. 3 Doppelstäbchen. Also wir häkeln hier am Anfang eine halbe Muschel. Danach eine feste Masche in die mittlere der festen Maschen, der tiefer gestochenen festen Maschen und in den nächsten Luftmaschenbogen wieder 7 Doppelstäbchen, aber wieder in die feste Masche der darunterliegenden Reihe einstechen. 7 doppelte Stäbchen in die feste Masche der ersten Reihe eingestochen. Und danach wieder eine feste Masche in die mittlere der tiefer gestochenen festen Maschen. Das wiederholst du bis zum Ende der Reihe, ganz genau so. Also hier wieder die 7 Doppelstäbchen. Du beendest die Reihe nach der festen Masche
Wieder mit einer halben Muschel, nämlich mit 4 Doppelstäbchen in den letzten Bogen. Und auch diesen stichst du tiefer, also in die feste Masche der vorigen Reihe einstechen. Die vierte Reihe beginnst du mit einer Wendeluftmasche und einer festen Masche und zwei tiefer gestochenen festen Maschen. Wir haben ja da nur eine halbe Muschel. Danach drei Luftmaschen und um die nächste Muschel, wieder um die mittleren 5 Doppelstäbchen, jeweils eine tiefer gestochene feste Masche. Und wieder 3 Luftmaschen und das Ganze wiederholen. Also wieder 5 tiefer gestochene feste Maschen. Am Ende der Reihe auch hier nur mehr 2 tiefer gestochene feste Maschen und eine feste Masche ganz ans Ende. Die fünfte Reihe wird so gehäkelt eigentlich wie die erste Reihe. Eine Wendeluftmasche, eine feste Masche und in den Bogen wieder 7 doppelte Stäbchen, aber in die feste Masche der vorigen Reihe eingestochen. Der vorvorigen Reihe ist das eigentlich. Und auf die mittlere der festen Maschen, der tiefer gestochenen, wieder eine feste Masche. Und das Ganze wiederholen. 7 Doppelstäbchen, tiefer gestochen. Und auch am Ende, nach den 7 tiefer gestochenen Doppelstäbchen, noch eine feste Masche ans Ende, auf die letzte Masche. Das Muster besteht nur aus 4 Reihen und du wiederholst ab nun die Reihen 2 bis 5. Du siehst sehr attraktiv und sehr einfach zu häkeln.